Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 Bildet 2 Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, ich hoffe, euch geht es gut da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf, ihr habt Bock auf das Projekt. Ihr könnt immer gerne montags im Livestream vorbeischauen. Immer montags sind wir live. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, lasst auch gern das Däumchen da. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Das wäre auch eine super Sache. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal rein. Die Rübenernte hat begonnen, Leute. Die Rübenernte hat begonnen. Und Herr Einstein? Ja, Herr Faeser? Was glauben Sie, wie viele Bahnen Sie schaffen mit dem Tank? Also ich habe jetzt eine Bahn voll gefahren, 21% meines Tankes. Also 9000 Liter. 4,5 Bahnen. Ungefähr, ja. Dann wäre es mir recht, wenn Sie vielleicht, wenn Sie jetzt zurückkommen, hier vorne erstmal noch Platz errichten. Ja, ja, 3-4 Bahnen, das würde mir reichen. Ich habe jetzt mit Ihrem Chef Folgendes ausgemacht. Wenn hier ein Abfahrer steht, bitte immer in den Abfahrer. Sind Sie voll? Funken Sie mich kurz an, dann entscheiden wir, ob wir eine Miete machen oder nicht. Ja, das ist okay. Kein Thema. Ist möglich. Okay, super, danke Ihnen. Dann machen wir das so, ja? Ja. Alles klar, dann viel Spaß und ja, sagen Sie einfach Bescheid. In Ordnung, werde ich haben bestimmt. Tschüss. So, sehr gut, dann machen wir hier das einmal fertig mit dem Unkraut. Soll ich hier mal kurz schauen? Unkrautstriegel. Unkraut weg. Und weiter geht das. So, gut. Das können wir fertig machen. 46 müssen wir dann mal kontrollieren. 49 erntereif. Die hat ihr Feld auch noch nicht gekauft. Wir sind gut dabei. Guck mal. Wir haben gut zugeschlagen. Wir haben hier den Sack erstmal zugemacht. Wir haben hier erstmal alles gekauft, was ist. Wir müssten vielleicht die 45 einmal striegeln, glaube ich. Oder wir gehen einmal mit dem Dünger noch drüber. Die ist schon einmal gedüngt. Dann gehen wir einmal mit dem Dünger drüber. Lass mal ein paar Wachstumsdinger und dann gehen wir einmal mit dem Dünger drüber und fertig ist. Aus die Maus. So. Ackermann, hallo. Hallo Herr Ackermann, ich grüße Sie. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich habe die Simson, die ich mir ausgeliehen hatte, wieder unten bei Ihnen abgestellt. Ja. Die kann wieder zurück. Die kann wieder zurück. Hat, okay, nicht, so für ein, hat nicht so für Eindruck gesorgt, wie ich es gehofft hatte. Das ist schlecht, das ist sehr schade bei so einem schönen Gerät. Ja. Fand ich auch sehr schade. Aber da kann man nichts machen. Ja, manchmal ist leider nichts dran zu rütteln. Ja, die Frauen heutzutage sind wählerig. Ja, das ist ganz schlimm geworden, leider. Kennen Sie sich aus? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht oder wie? Ja, also manchmal denkt man sich auch so, ja, irgendwie ist das komisch. Schwierig, ja? Ja. Naja, Mensch, da sitzen wir ja im selben Boot. Ja, das, da gebe ich Ihnen recht. Ja, super. Nee, gut, gut, alles klar. Dann danke ich Ihnen erstmal vielmals, ja? Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Herr Einstein? Ja? Das, was Sie sich da freimachen, ist die falsche Seite. Ja, das weiß ich, aber ich muss ja wenden können, sodass ich nichts kaputt mache. Hab nichts gesagt. In Ordnung. Wiederhören. Wiederhören. So, dann hören wir hier nochmal rein. Wir haben Arsch voll zu tun, das finde ich richtig geil. Otto, hallo. Herr Otto? Ja? Ich grüße Sie. Ich habe hier gerade eine Zuckerrübenernte am Laufen. Wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Zeit haben, könnten Sie mich bei dieser Ernte unterstützen in Form von Abfahren? Kriegen wir hin. Waren Tausender die Dings, ne? Genau. Genau, ich wäre sehr zufrieden, wenn Sie wieder mit großem Gerät kommen würden. Ja. Ja, wenn wir mit unserem LKW wieder kommen. Ja, super, das wäre eine klasse Sache. Ja. Genau, dann machen wir das so, dann sehen wir uns sozusagen gleich, das wäre Feld 14. Ich sage Ihnen gleich, es ist ein bisschen mit Wartezeit verbunden, weil ich auch noch mit abfahre. Ne, aber ist kein Problem, oder? Weil der muss ja natürlich die Rübenmast aus der Erde holen. Na, alles gut.
Ja, okay, super. Dann danke ich Ihnen vielmals. Irgendwann. Danke. No, tschüss. 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 So, jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Der macht ja Unkraut hier weg. Aber der macht nicht alles weg, oder wie ist denn das jetzt? Der nimmt ja Unkraut weg, aber der nimmt halt nicht alles weg, oder? Da bleibt halt noch was stehen, aber das ist dann halt weniger. Hm. Ach, das wäre auch eine geile Idee. Otto, hallo. Hallo, Herr Otto, ich nochmal. Ich habe mal eine Frage. Ja. Hätten Sie auch einen Überlader? Also einen ÜLW-Anhänger? Speziell für Zuckerrüben, meinen Sie? Ja, wo man überladen könnte. Das wäre auch eine geile Sache, wissen Sie? Also als Zwischenbunker meinen Sie auf dem Feld. Hm. Ich meine, Sie können es ja so machen, wenn der voll ist und Sie überladen einmal, dann können Sie auch Ihren Tausender berechnen. Wissen Sie, wie ich meine? Wenn Sie es jetzt nicht wegfahren oder Sie fahren es halt mit dem ÜLW weg, aber so kann man ein bisschen, so ist man ein bisschen flexibler, wissen Sie? Ja. Lernen wir, dann haben wir nicht sofort hier am Hof stehen. So ein ÜLW. Lernen Sie es in Ruhe ab, alles gut, ne? Ja. Ciao, ciao. Jo. Gute Idee, Leute. So. Jetzt knallen wir hier die Rüben runter. Dann ernten wir die drei Felder. Ne, hier ist Dings. Hier müssen wir noch düngen. Ah, das mit dem Striegeln ist immer blöd, ne? Aber das Unkraut ist zu viel. Das Unkraut ist zu viel, leider. Zu viel Verlust, das ist das Problem. Also nochmal ganz kurz. Das mit dem Striegel und der Hacke jetzt hier. Ich mache ja Unkraut weg. Aber wahrscheinlich nicht alles, ne? Nur zu einem gewissen Teil sozusagen. Und das heißt, es wird ein bisschen Unkraut stehen bleiben und noch wachsen. Hm, jetzt ist die Frage, leben wir mit diesem bisschen Unkraut? Weil das ist halt partiell sozusagen. Oder geht man mit der. Seht ihr das so? Partielles Unkraut bleibt dann stehen. Aber hier steht ja viel mehr Unkraut. Das heißt, der Striegel entfernt schon einiges. Oder gehen wir nochmal mit dem. Mit der Spritze drüber. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich denke, wir werden es nochmal spritzen. Ich bin echt am Struggeln. Ich überlege, ob ich mir die Spritze kaufe. Ah. 27 bis 33 Meter Arbeitsbreite ist auch eine schöne Breite eigentlich. Anhänger hinten dran, fertig. 66% Rabatt. Mein Gott, was will man mehr? Komm, wir rufen mal an. Anhänger ist eigentlich auch nicht schlecht. Na gut, aber der ist eh nicht so teuer. Ackermann, hallo. Ey, Herr Ackermann, ich grüße Sie. Hier ist der Willi 66 Ferser. Hallo, Herr Ferser. Ja, grüße Sie. Folgendes. Und zwar, ich habe bei Ihnen gesehen, dass es ein Angebot gibt, und zwar eine Spritze. Spritze, ja. Gerade stark reduziert ist. Die ist sehr reduziert, also das ist ein ordentlicher Schnapper. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Ich wäre bereit, diese Spritze zu kaufen. Mhm. Unter einer Bedingung. Die wäre? Ich möchte diese Spritze in einem top gewarteten Zustand haben, wenn ich die abhole, und nicht wieder so halb auseinandergefallen. Ja. Wenn Sie mir da, also ich meine, ich persönlich gehe immer davon aus, auch wenn ich was Gebrauchtes kaufe, dass es zumindest kontrolliert und nochmal gewartet wird. Ja. Ne, wenn Sie mir sagen, Sie würden die nochmal warten, dass sie in Ordnung ist, dass ich damit jetzt auch erstmal keine Probleme habe, dann würde ich Ihnen diese Spritze abkaufen. Ja, aber das, nee, das kriegen wir hin. Sehr schön. Und dann Frage, wenn Sie, haben Sie viel zu tun? Also gerade im Moment geht es. War ein bisschen mehr los, aber jetzt geht's gerade. Würden Sie mir die noch mit Herbizid auffüllen gleich? Das können wir machen. Und wäre es ein Problem, die an den Hof zu bringen? Falls nicht, also weil ich bin ja direkt neben Ihnen.
Falls nicht, wenn Sie das machen würden, was würde das kosten? Oder ist das im, wenn man etwas kauft, vielleicht als Dienstleistung inbegriffen? Nee, da haben wir leider Lieferkosten von 250. Ist okay. Ja. Hm? Gut. Dann bringen wir die hoch. Jawohl, danke Ihnen. Wissen Sie, ob der Kollege das Angebot für den 926er fertig gemacht hatte? Nee, das hat er, glaube ich, noch nicht geschafft, weil der musste ganz dringend weg. Drückt auch nicht, also überhaupt kein Thema. Machen Sie sich da keine Waffe. Ja, na? Okay. Ist überhaupt kein Problem. Ja, okay. Alles danke klar. Ihnen vielmals, dann bis gleich, ja? Jo. Ciao, ciao. Ciao. So, was muss noch gestiegelt werden? Nichts. Was muss noch gedüngt werden? 50 nach wie vor. Hä? Nee. 14 Karl, ja. Hier müssen wir auch nochmal drüber. Okay. Unsere Felder sind gut. Sie sind gut. Wir haben nur die 45. Ich will mal schnell auf den Grasfeld hier auch schauen. Wie der aktuelle Stand. Fuck off. Wie der aktuelle Stand ist. Gott! Ist das der Unternehmer gerade gewesen mit seinem. Für mich? Genau, wie der Stand von dem Grasfeld oben ist. Das wäre tatsächlich nochmal eine interessante Sache. Aber ansonsten. Ansonsten müssen wir mal schauen. So. Wie ist denn der Stand, Herr Ellenstein? Haben Sie schon mal abgebunkert? Ich habe schon mal abgebunkert. Ihr Fahrzeuggespann ist jetzt zu 62% gefüllt. Oh, also Herr Ellenstein, der Herr Röhrig war eigentlich ein guter Arbeiter, aber ich sehe, es ist nach wie vor Potenzial nach oben. Ich mag Sie. Das freut mich zu hören. Ja, super. Sie sind klasse. Ich finde, Sie sind einer, der denkt richtig mit. Das ist schön. Das finde ich halt immer schön, muss ich echt sagen. Also das ist eine angenehme Erfahrung. Dann perfekt. Nee, dann machen wir das so. Dann können Sie ja noch einmal gut abbunkern. Ich habe jetzt den Unternehmer noch Bescheid gesagt, vorsichtshalber. Mhm. Das bedeutet, wenn ich voll bin, haben Sie da noch einen zweiten LKW mit dort stehen. Ich würde Sie aber bitten, den nur sekundär zu benutzen, weil der kostet pro Abfahrt Geld. Wissen Sie, wie ich okay. meine? Ja, no. Und da muss ich mal 1000 Euro pro Abfahrt zahlen. Und solange wie ich es gewuppt kriege, würde ich es gern selber machen. Wenn ich es nicht mehr gewuppt kriege, dann hauen sie es in den LKW rein. In Ordnung. Wird der Unternehmer die ganze Zeit dabei sein oder muss ich den zwischendurch dann anrufen, falls ich da dann doch was abgefüllt habe? Ich denke, wenn der mal los muss, wird er dann losmachen, aber wird den LKW ja stehen lassen. In Ordnung. Genau, und das wäre Nummer 1. Und ansonsten, das mit der Miete lassen wir komplett. Weil das ist Käse, ne? Wir haben jetzt zweimal Abfahrer, das ist ja Schwachsinn. Ja, normal werden die im Endeffekt regelmäßig gut abfahren, wenn der voll ist, dann wird das, glaube ich, nicht vonnöten sein. Ja, denke ich auch. Ne, bis jetzt läuft das ja ganz gut. Ja. Überleg, wo der mein Gewicht. Ja, wissen Sie, wo mein Gewicht abgeblieben ist? Also ich habe das Gewicht, was ich für Sie mitgenommen habe, das liegt vor Ihrer Insel. Ah, perfekt, danke Ihnen. Jo, bitte. Na, alles klar. Tschüss, bis dann. Jo, bis dann. So, dann müssen wir mal gucken, ob Düngen schon geht. Yes. Yes, perfekt. Dann haben wir die Wiese auch fertig. Traumhaft. Und dann gucken wir gleich jetzt mal die 46, ob die Wachstumsstufe 1 oder 2 hat. Die müsste Wachstumsstufe 1 haben, theoretisch. Und, oh, ist das eine Katastrophe hier. Gut, und dann gehen wir noch das Unkraut bekämpfen und dann passt das doch. Wieso denn jetzt nochmal Dünger? Herr Ellenstein? Da hat der Dünger auf den Boden geschliffen, Mensch. Warum sucht mir das keiner? Ihr habt schon gelesen, Leute, ihr habt es geschrieben. Es läuft gut.
Es läuft gut. Wir brauchen wieder Geld in der Kasse. Das muss man halt auch dazu sagen. Wir brauchen wieder frisches Geld in der Kasse. Das sollte aber kein Problem sein. Ist die schon in der zweiten? Nee, oder? Doch. Fuck. Das ist ja schon komplett oben, das Gras. Oh, da können wir ja auch noch drüber pesen. Ja, geil. Fährt er heute noch los oder jetzt haben wir eine Stelle mich mehr gedüngt? Ja, geil. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Super Sache. Ach, Unternehmer. Da müssen wir nochmal nachfragen. Okay, Vorsicht. Da muss ich doch gleich mal fragen. Moment, einmal hier. Ach Mensch. Otto, hallo. Ja, servus, grüße Sie. Ich habe eine Frage und zwar die Zuckerrübe, die jetzt zu Ihnen kommt. Da wird ja ein schönes Zuckerlied raus, ne? Welche ja, schöner genau. Industriezucker für die richtig süße Getränke. Genau. Für die Cola und die Fanta, ja, richtig rein in den Panzen. Nein, verraten Sie mir doch mal eins, was kriege ich denn für 1000 Liter? Aktueller Höchstpreis heute sind 861 für 1000 Liter Zucker. In welchem Monat ist der generelle Höchstpreis? Im Juli, also 6 Monate. Wie weit sind wir da weg? 6 Monate. Ja, das weiß ich, aber wie weit vom Preis? 80 Euro. Also 943 ist der Höchstpreis im Sommer und zu 861 jetzt aktuell. Gut, aber monatliche Lagerkosten von 3% stehen ja an, ne? Wenn ich das jetzt liegen lasse. Genau. Okay, folgendes. Ich würde das direkt verkaufen. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, was 2:1, ne? Ja, genau. Das heißt, ich bringe 2000 Liter Rüben, mache 1000 Zucker, dafür kriege ich 800 Quetsch. Genau. Okay, dann tun wir das so, Herr Unternehmer. Ich würde ganz gerne heute, wenn wir das nicht ganz schaffen mit der Ernte, würde ich Sie gerne fragen, ob wir eine Zwischenabrechnung machen könnten für den heutigen Tag. Weil ich brauche ein bisschen Geld. Ich kriege neue Gebäude geliefert für den Hof. Das kriegen wir hin. Und ich habe einen riesen Bagger bestellt, der will mir so einen Graben ausheben. Ich muss unbedingt einen Entwässerungsgraben machen für die Drainage, für die Felddrainage. Ja. Und will dabei meinen Hof so gleich so einen kleinen See mitmachen, wissen Sie? So einen kleinen Teich, so ein bisschen was Schickes. Und da wissen Sie, da muss man viel rumbackern, viel Material abfahren. Kostet halt alles Haufen Geld, ne? Das stimmt, gerade zur aktuellen Zeit. Haben Sie auch so viele Steine im Tank schon wieder? Ah, Sie fahren gerade nicht, oder? Jetzt. Nee. Gut, alles klar. Ja. Nee, aber das kriegen wir hin. Das können wir zwischenabrechnen nachher auf jeden Fall. Perfekto, Milli grazie. Ich danke Ihnen vielmals. Wo geht das hin? Das ist mir ganz wichtig. Ach, du Scheiße. Zu unserer Biogasanlage. Ganz große Silo. Also Biogasanlage in das Multifrucht, ja? Ja, genau. Einmal durchgeben, wie viele Liter sie mit einem Zug wegbringen. 45.600 Liter sind gerade auf dem Weg zu Ihnen. 45.600. Alles klar. Na? Gut. Alles klar. Och, Mist. Danke Ihnen vielmals. Bis dann, ja? Bitte. Tschüss. Tschüss. 45,6 sind gerade auf dem Weg. Okay, dann passt das ja. So. 800 und Quetsch ist ein guter Preis. 800 Quetsch ist ein guter Preis. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Damit bin ich echt zufrieden. Dann verkaufen wir direkt. Nicht erst lagern Zeug. Ist Käse mit der Lagerei. Ah, da kommt was runter, ey. Da kommt was runter. Das sind jetzt theoretisch... Zuckerrüben sind brutal schwer. Es ist echt irre. Richtig irre. Herr Einstein, ich habe gesehen, dass der Zug einmal voll ist. Ja, ich drück's. Herr Einstein, gleich, ja? Jo, ja, Ackermann, hallo. Ja, das Telefon klingelt, Herr Einstein. Eine Sekunde. Ackermann, was gibt's denn? Die Spritze ist oben bei ihm. Ach, super. Danke Ihnen vielmals.
Ich habe eine Frage und zwar. Ja. Das ist jetzt. Oh fuck. Ist das jetzt alles abgeschlossen? Kriegen Sie noch irgendwas? Ja, nur die Lieferkosten, die 250. Ich habe meine Frage. Ja. Ich habe jetzt schon mehrere Male. Ich das mache ich nicht mit den 250. Okay. Ja, okay, dann sind wir uns einig. Ja, eigentlich nicht, ne? Also, Herr Ackermann, ich muss jetzt noch mal, ich muss mal Beschwerde einlegen. Ich hatte das mit dem Elu letztens noch. Ja. Um Gottes Willen, ich finde es nicht zu teuer, ne? Ich finde es vollkommen angemessen. Ja. Darum geht es nicht. Aber wie soll ich Ihnen denn 250 geben? Ja, das und ich gebe Ihnen immer ein Fuffi Trinkgeld. Und jetzt will ich auch beim Fuffi Nachlass. Ja, dann machen wir 200. Das ist in Ordnung dann. Okay, danke. Das ist lieb von Ihnen. Dann haben wir das schon geklärt, das Thema. Ja, perfekt. Ja. Super, ich überweise Ihnen. Lösung. Also das überweise ich Ihnen, ne? Alles klar, perfekt. Na, danke, ciao. Ciao. So, ist das das Silo hier? Abkippseite rechts. Jetzt. Okay. So, perfekt. Dann einmal die Rüben weg. Achso. Herr Ellenstein, wie viel Prozent sind Sie denn gefüllt? Ich bin jetzt gerade bei 59%. Wenn ich es könnte sein, ich schaffe es bis hoch, ne? Je nachdem, wie schnell Sie jetzt gerade abkippen und so, könnte ich fast sagen, ja. Ja, ich kipp gerade ab, deswegen. Also wenn das passt, dann nehme ich die Ladung gleich wieder, ne? Ja, in Ordnung. Okay, super, danke Ihnen. So. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns echt sputen jetzt. Spritzer haben wir auch da, das heißt, Feld können wir auch fertig machen. Genau, das heißt, wir machen die 20 mit Unkraut fertig. Da müssen wir eben nochmal drüber spritzen. Mein Gott, ist halt wie es ist. Hier einmal außen rum und hier die Barbaren und dann passt das doch. Super. Ja, super. Also läuft ganz gut. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Die ersten Zuckerrüben sind auch schon weg und von daher haben wir da schon wieder das erste Geld verdient, was wichtig ist. So, nur ganz kurz, weil ich öfters gelesen habe, fällt 5 Pachten. Nein, das werden wir nicht tun, weil wir das im Leben nicht ernten werden oder jetzt in den nächsten Monaten geerntet bekommen und von daher wird es da nur Ärger geben. Das kann ich euch jetzt schon sagen und die möchte ich eigentlich vermeiden. Wir haben definitiv genügend Felder zu ernten. Wir haben definitiv genügend zu tun. Ja, also wir können hier richtig gut Gas geben. So. Und ich rufe jetzt mal den Bürgermeister an und frage ihn mal, warum denn die 23 noch nicht verkauft wurde. Ditscher. Herr Ditscher, ich grüße Sie. Ja. Ja, Mensch, ich habe gesehen, die 23 ist immer noch nicht veräußert worden. Haben Sie da, gibt es da schon Neuigkeiten? Na, hören Sie mal, Sie haben vor einer Stunde gefragt. Vor einer Stunde? Ja. Naja, eher vor 4 Stunden. Nee. Ja, aber es könnte ja sein können, es gibt Neuigkeiten. Nee, gibt's nicht. Okay. Aber ist das Feld denn jetzt definitiv weg oder ist es noch im Rennen? Die 23? Mhm. Na, da kommt drauf an, ob die Frau von Pfannerich da jetzt zuschlägt oder nicht. Okay. Wie lange hat sie denn da noch Zeit? Naja, so lange ist das ja noch gar nicht. Ach so, Sie haben ja vorhin selber gesagt, dass sie das wohl schon längst, also unlängst, hätte kaufen sollen. Ja, ich glaube, das war gestern, ne? Das weiß ich nicht, das müssen Sie mir sagen. Ja. Einmal schlafen war dazwischen. Ja, war gestern. Okay. Ja. Schade, weil ich hätte gerne der Stadt mich die Geld überwiesen, Mensch. Ja, können Sie auch so machen. Vielleicht, Herr Ditscher, mit der 23, vielleicht wären wir uns ja auch einig, wenn Sie, sag mal, ein paar Euro wollen mehr Sie wird mich jetzt nicht einladen oder was? Oh, wollen Sie mit mir essen gehen? Gern. Wenn Sie so direkt fragen, sage ich einfach ja. Ja, so einer bin ich nicht. Ja. Ja. Ich fahr mal hoch zur Pfannerich und fahr da mal. Ich meine, wie gesagt, ein paar Euro mehr oder so wären jetzt nicht das Problem, wenn wir es auf die kurze Linie abwickeln können, ne? Ja. Ist das schon wieder ein erntereifes Feld oder was? Oder warum geiern Sie da so?
Nein, es ist einfach für mich gut gelegen, ne? Erntereifner. Das habe ich nicht geprüft. Ich war tatsächlich noch nicht in der Region gewesen. Anschauen würde ich es mir natürlich vorher nochmal, ja? Ja. Haben Sie recht, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich fahr mal hoch und frag die Gute mal. Na, super, da danke ich mich schon mal im Voraus, ja? Ja, gerne. Na, alles klar, Herr Ditscher. Ja, Herr Ferser, Wiedersehen. Ja, hoffentlich. So. Automatisch. Zeige Linien an. Fahren jetzt einfach mal hier lang. Hä? Aber was macht denn die Spritze für komische Bewegungen da hinten? Das sieht ja ganz wild aus. Hä? Ist das normal? Das habe ich ja nie gesehen. Ich fahre ohne Dings wahrscheinlich. Ich werde ohne fahren. Ich weiß nicht, warum immer alle Pflegebereifung schreiben. Wir machen hier keinen Schaden, Leute. Es ist alles gut. Wir sind im Feldzustand noch nicht so weit, dass wir hier Schaden machen. Von daher ist alles entspannt. Die Spritze scheint auf jeden Fall vom Wartungszustand top zu sein. Hat noch eine Knicklenkung extra. Ja, krass. So, jetzt haben wir das doch weg hier, das olle Ungrau. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Ja, müssen wir nur sehen, dass wir die Bahn halbwegs treffen. Mein Gott, das wird jetzt, naja, so ganz so schön ist es nicht, aber die lenkt mit, ja. Aber ist irgendwie komisch, oder? Seht ihr das? Das ist schon sehr komisch, finde ich. Das ist schon, also das... Sieht schon echt komisch aus. Wir haben ja diese kleinen grauen Partikel hier. Na? Da sehen wir ja so ungefähr unsere Linie. An diesen kleinen grauen Partikeln hier. Das ist nämlich das Unkraut, was wir... Ja, und hier drüben sehen wir sogar noch besser dann. Perfekt. Ja, dann spritzen wir einmal durch. Da geht natürlich auch gut was drauf hier. Ne? Spritzen ist keine billige Sache. Deswegen müssen wir schauen, aber dafür haben wir das Unkraut dann los. Leg schon über 300 Liter durchgehauen hier, ey. Das ist aber ganz schön sportlich. So, wir schauen, ob wir die Lenkachse sperren können. Arbeitsbreite ändern, Beifahrerseite Helfer. Also wenn man hier um so eine Büsche rumfährt, ist es eigentlich ganz geil. Habt ihr gesehen, wie cool das funktioniert hat? Eigentlich schon cool, oder? Aber jetzt hier gerade um diese Insel rum, hat das schon sehr gut ausgesehen und funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich cool ist, wenn ich ehrlich bin. Und es funktioniert ja. Also ich bin, mein Gott, ich bin zufrieden. Also so ist jetzt nicht. Ah, die gar keine Kollision. Okay. Herr Ferser? Ja? Ihr Gespann ist wieder voll. Ist schon wieder voll? Ja, genau. Gut, ich bin am Spritzen. Dann kannst du erstmal den LKW überladen, ja? Ja, in Ordnung. Alles klar. Danke dir vielmals, Phil. Bitte. So, na guti. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Läuft. Unkraut AD auf dem Feld. Leider nur Kalk die Hälfte geschafft. Das ärgert mich. Das ist eine Sache, wo ich denke, ah.
Ja, diese Dings wären natürlich cool, ne? Wenn wir jetzt hier Precision Dings hätten, also eben hier das ganz genaue Spritzen, was dann eben partiell funktioniert, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht hier im LS, muss ich jetzt mal ganz blöd sagen. Ich kann es euch gar nicht sagen, ob das überhaupt funktioniert. Dass jetzt zum Beispiel, wenn das hier überschnitten wird, sozusagen die äußeren Düsen ausgehen. Ich meine, die Spritzen sind ja teilbreitenabschaltbar. Hat die keine Teilbreitenabschaltung? Doch, die hat Teilbreitenabschaltung. So, wir sind fertig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Lasst das Däumchen da. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Wir lesen uns in den Kommentaren. Ciao, ciao.